Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Secret Files Tunguska. Ja, wir sind genau hier in diesem Raum in der letzten Folge ja, rausgegangen, würde ich sagen. Wir haben die letzte Folge hier beendet und ich wollte jetzt noch nichts anfassen. Ich habe mir die Sachen nur erstmal alle angeguckt. Ich schau mal, ob wir das Grammophon Unsere vielleicht ausmachen Latino-Schönheit können. würde sich wohl nicht besonders freuen, wenn ich ihr einfach die Musik abdrehe. Okay, das geht anscheinend nicht. Hübsch, da steckt bestimmt eine Menge Arbeit drin. Ich lasse den Typen mal lieber machen. Solange er beschäftigt ist, kommt er wenigstens nicht auf dumme Gedanken, wie etwa der armen kleinen Nina ein Ohr abzubeißen. Okay. Um dahin zu kommen, müsste ich durch das Kartenhaus durch. Und dann wird es hier wohl ein Gemetzel geben. Ja, sowas hatte ich nämlich schon befürchtet. Dann reden wir erstmal mit ihm. Er macht mit seinem Teddybärenhemd einen merkwürdigen Eindruck. Ich weiß nicht warum, aber er macht mir echt Angst. Hallo, hübsches Kartenhaus bauen Sie da. Ja, und jetzt Ruhe, sonst fällt das Ding wieder zusammen. Diese Anstalt macht einen etwas, nun ja, seltsamen Eindruck. War das schon immer so? Können Sie mir ein bisschen was erzählen? Vielleicht ist Ihnen was Besonderes aufgefallen. Klar kann ich, aber ich will nicht. Sonst geht es mir wie... Ach, egal. Nein, ganz und gar nicht egal. Sonst ergeht es Ihnen wie wem? Wie es Leuten halt so geht, die zu viele Fragen stellen. Den Kopierer kann ich nicht zufällig mal kurz benutzen, oder? Doch, klar. Zerstören Sie mein Kartenhaus. Nehmen Sie mir meinen Ruhm, meinen Stolz, den letzten Rest meiner Selbstachtung. Das Fünkchen Hoffnung in meinem tristen Alltag. Das bisschen... Ja, schon gut. Ich werde einfach warten, bis Sie fertig sind. Er hat gesagt, du sollst es tun, Nina, also tritt einfach dagegen. Nicole Charleroi, die ist doch hier die Anstaltsleiterin, oder? Ist sie hier? Nein, ich glaube nicht. Puh, jagen Sie mir nicht nochmal so einen Schrecken ein. Haben Sie Angst vor ihr? Ich? Nein, natürlich nicht. She hatte auch nie Angst. Andererseits, She hatte es auch nie mit psychopathischen Wissenschaftlern zu tun. Was meinen Sie damit? Oh, nichts, gar nichts. Sie sehen ein bisschen verbissen aus. Kriegen Sie Geld für dieses Kartenhaus? Geld? Nein, kein Geld, aber Ruhm. Ich werde es meinen Vorfahren gleich tun und in die Geschichte eingehen. Als Kartenhausbauer? Ja, auch She hat mal so angefangen. Che? Che Guevara? Nein, Chevrolet. Schon gut, hab's verstanden. Ich gehe Okay. ja schon. Okay, ich muss mich sowieso beeilen, bevor das Erdbeben wieder einsetzt. Erdbeben? Ja, jeden Mittag. Kurz bevor ich das höchste Kartenhaus der Welt vollendet habe, kommt ein Erdbeben und macht alles wieder kaputt. Aber dieses Mal werde ich es schaffen. Okay, also mir dämmert da was. Wir müssen irgendwie wahrscheinlich versuchen, den Rauch in der Küche zu machen, damit der dann anfängt, da zu arbeiten draußen. Also nicht, damit der Lärm macht. Ich habe gedacht, wir müssen vielleicht die Tür einschlagen oder so. Aber nicht deswegen, sondern damit hier dieses Erdbeben in Anführungszeichen kommt, sein Kartenhaus wieder einstürzt und der hoffentlich irgendwie wutentbrannt dann hier rausrennt oder so und wir an die Sachen Passen drankommen. Sie auf, dass Ihr Kartenhaus nicht zusammenbricht. Ja, passen Sie auf, dass mein Kartenhaus nicht zusammenbricht. Okay, Zeitschrift, Brille. Gewichte, Zwiebel, Holzscheit. Mit der Holzscheite könnten wir vielleicht irgendwo ein Feuer machen in der Küche. Puh. Kann man denn hier jetzt was anderes machen? Nein, man kann den Herd angucken. Mal gucken, ob wir das hier. Oh ja, perfekt. Ich werde die Scheite mal so aufstellen, wie ich das bei den Pfadfindern gelernt hätte, wenn ich bei den Pfadfindern gewesen wäre. Das ist immer gut. Wir haben die Streichhölzer gar nicht mehr. Das ist natürlich blöd. Müssen wir Zeitung vielleicht noch? Ich Ja. wusste doch, dass einem solche Psychozeitschriften in vielen Lebenslagen helfen können. Nur wie kriegen wir das Ganze jetzt an? Das ist noch die Frage. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was man hier mit den Gewichten machen soll. Zwiebel können wir auch nicht kombinieren. Okay.
Die Brille werden wir wahrscheinlich jetzt nur haben, damit wir die wegtun können. Ja, es hat sehr gut angefangen, aber es macht jetzt nicht gut weiter. Darin rumstochern bringt einen natürlich auch nicht wirklich was. Ich würde den Ofen gerne anmachen, aber. Eine relativ kleine Kochstelle. So wahnsinnig. Kann man auch nirgendwo was klicken? Ach so. Schon erstaunlich, dass die alten Tricks immer wieder funktionieren. Okay. Die Frage ist jetzt nur, wir haben jetzt nichts. Das Ich wäre kann doch. nicht einmal über heiße Kohlen gehen, geschweige denn in brennende Feuer fassen. Eine Zwiebel vielleicht drauflegen? Ich dachte eigentlich, dass sie jetzt eventuell. Ach so, da steht nur Herd, dass sie den Kochtopf rausholen könnte. Da kann man auch nichts machen. Oh, Da Moment. muss ich wohl wieder mal die Kohlen aus dem Feuer holen. Ein Stück verkohltes Holz aus dem Kamin. Ist noch ganz schön heiß. Okay, muss ich das jetzt vielleicht nach draußen legen? Doch ganz schön heiß ist ja. Ach, ist schon am Qualm hier. Er macht gerade Pause. Ja, ich weiß. Na, schwer am Schuften? Tja, wer viel arbeitet, der darf auch mal P P Pause machen. Es sei Ihnen gegönnt. Sollte Ihre Pause nicht vorbei sein? Nein, wieso? Ich dachte, sobald der Rauch aus dem Schornstein qualmt. Wenn es weißer Rauch ist, kocht die Gute noch. Erst wenn es schwarzer Rauch ist, ist das Essen vorbei. Und damit auch meine Pause. Oh. Sagt Ihnen der Name Nicole Charleroi was? Nicht wirklich. Sie ist wohl die Chefin hier, die müssten Sie doch eigentlich kennen. Ach, die? Oh Gott, bleiben Sie mir bloß weg mit der. So schlimm? Schlimmer. Sieht ja ganz nett aus, ist aber irgendwas zwischen Ekelpaket und Hausdrachen. Charmant. Sie haben mich gefragt, soll ich etwa lügen? Nein. Haben Sie sie näher kennengelernt? Glauben Sie mir, es gibt nur wenige Sachen, an denen ich noch weniger Interesse habe. Dann genießen Okay. Sie Ihre Pause noch ein wenig. Werde ich tun. Also, ich denke mal, dass wir den Ofen dann wieder ausmachen müssen. Die Frage ist nur, wie macht man jetzt so einen Ofen wieder aus? Wie kann man dafür sorgen, dass da schwarz, das schwarze rauf? Also, ich denke mal, es muss halt eben gelöscht werden. Anders könnte ich mir das jetzt nicht vorstellen. Wir haben nämlich nur den Herd an sich. Kann ich ja noch mehr rausholen, Ein vielleicht? verkohltes Holzstück reicht. Ein Stück verkohltes Holz aus dem Kamin. Ist noch ganz schön heiß. Ja, aber man kann damit ja nichts machen, das ist das Problem. Ich hatte jetzt gedacht, nach draußen gehen und dann da irgendwas mitmachen. Das Problem ist nur, hier oben kommt ja der Rauch raus. Man kann ja auch nichts anderes mehr. Nee, das geht auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ehrlich, ich habe jetzt hier. Entweder stehe ich hier total auf den Schlauch oder das ist wieder so ein typisches Adventure-Rätsel, wo niemand Lust drauf hat, weil die zu schwer sind auf den ersten Blick und man wirklich nicht drauf kommt. Und am Ende dann nur noch sagt, das ist doch total bescheuert gemacht. Also für mich logisch wäre jetzt wirklich, wenn wir das Ganze löschen könnten.
Können wir aber nicht. Ich könnte jetzt mal probieren, ob wir jetzt vielleicht noch irgendwie eine Zeitung holen können. Oder auch nicht, wenn ich falsch rumlaufe. Okay, er sieht den Rauch nicht, sonst hätte ich jetzt gesagt, wir können mit ihm mal sprechen. Eine von diesen Zeitschriften sollte für den Rest des Lebens reichen. Okay. Das hilft mir jetzt alles irgendwie nicht weiter. Ich denke mal, sie hört jetzt wahrscheinlich auf, wenn das Grammophon aufhört. Dann könnte ich wohl hier durchgehen. Das ist jetzt so meine Vermutung. Das Problem ist, das kriegen wir nur hin, wenn wir dieses Rätsel hier gelöst kriegen. Und ich kann ja wirklich null miteinander kombinieren. Ja. Geh mal ein bisschen schneller hier. Der ist voll schmutziger Wäsche. Die haben ja ganz schön Holz vor. Nein, der ist mir zu flach. Also es muss irgendwas sein, was wir in der Küche machen können. Das Problem ist, ich kann jetzt hier... Ich kann nicht einmal über heiße Kohlen gehen, geschweige denn in brennende Feuer fassen. Das Feuer brennt fröhlich vor sich hin. Ja, aber es soll ja eben nicht brennen und ich habe ja auch nichts... Obwohl, Moment, hier habe ich einen Wasserhahn, aber da kann ich nichts rausnehmen. Den kann man nicht anklicken. Jetzt hätte ich jetzt gesagt, wir könnten jetzt da irgendwas mit dem Wasserhahn machen. Tja. Bin ich jetzt wirklich überfragt? Also muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auch mehr oder weniger schon alles ausprobiert, was man jetzt irgendwie kombinieren könnte. Ich wüsste jetzt nur, dass man halt mit Wasser das Ganze löschen könnte. Wäre ja logisch, dann wäre sie halt eben fertig. Oder vielleicht noch den Ofen zumachen, das wäre noch eine Idee von mir gewesen. Können wir aber auch nicht. Ich kann nicht einmal über heiße Kohlen gehen. Egal, wo wir hier hinklicken, es kommt immer nur auf den Herd raus. Jede Menge frische Kräuter und Gewürze. Jede Menge frische Kräuter. Ja, man... Das Problem ist nur, das bringt auch alles nichts, weil wir können jetzt mit den Gewürzen zum Beispiel auch nichts machen. Ich meine, wenn wir eine Schere hätten, könnten wir es abschneiden, aber es bringt uns natürlich auch nichts. Ich weiß nicht, ob wir mit dem Typen da nochmal sprechen können, mit diesem Maler da, dem Möchtegern-Pförtner. Hallo, was macht die Muse? Das, was alle Frauen machen. Sich Zeit lassen. Diese Anstaltsleiterin, wie ist die eigentlich so? Frau Charleroi? Keine Ahnung. Ich habe mit ihr keinen Kontakt. Sie grüßt mich freundlich, wenn sie morgens kommt. Abends sehe ich sie meistens nicht, da sie wohl oft sehr lange in der Anstalt bleibt. Keine Besonderheiten? Wie gesagt, ich bekomme sie so gut wie nie zu Gesicht. Schwester Sabrina, was halten Sie von ihr? Wenn ich Ihnen das sage, werden Sie mich als Sexisten beschimpfen. Ja, Ihre Vorzüge sind offensichtlich sehr offensichtlich. Und sonst? Sonst kenne ich Sie leider nicht näher. Frauen Ihres Kalibers geben sich nicht mit durchschnittlich aussehenden Pförtnern ab. Sie müssen sie einfach von ihren Qualitäten überzeugen. Die da wären? Ja, also... Ja, vielen Dank für das Gespräch. Das war jetzt aber nicht so nett, Nina. Könnten Sie vielleicht ein Porträt von Schwester Sabrina malen? Ja, ich denke schon. Moment, mir ist das Schwarz ausgegangen. Ohne Schwarz geht es natürlich nicht. Okay, ich werde dafür sorgen. Wie lange brauchen Sie dann? Oh, vermutlich einen halben Tag. Sie haben 30 Minuten.
Schneller als 3 Stunden geht es auf keinen Fall. Abgemacht. Ich gebe Ihnen 1 Stunde. Kein Wunder, dass die alten Meister bis heute unerreicht sind, wenn die Künstler ständig gehetzt werden. Ach ja, noch etwas. Von hier aus kann ich Schwester Sabrina nur schlecht erkennen. Sie bewegt sich so unglaublich anmutig, vor allem aber unglaublich schnell. Wenn sie etwas länger an einer Stelle stehen bleiben würde... Ich werde mal sehen, ob ich den Bewegungsdrang der Dame zumindest zeitweilig etwas zügeln kann. Okay. Sagt er jetzt hier nochmal. Können Sie dann mal anfangen mit dem Porträt? Wie gesagt, ich kann Schwester Sabrina nur dann malen, wenn ich sowohl schwarze Farbe... Ja. Ich lasse sie jetzt mal wieder mit ihrer Muse allein. Danke. Ich warte immer noch auf den Kuss. Von mir oder von der Muse? Sowohl als auch. Ja, wir geben ihm erstmal die Kohle. Schwarze Farbe habe ich keine gefunden, aber reicht vielleicht auch ein Stück Kohle? Ja, ein Kohlestift sollte es wohl auch tun. Ich lasse sie jetzt mal wieder mit ihrer Muse allein. Danke. Ich warte... Von mir? Ja, wir haben es verstanden. Schürzenjäger. So, da denke ich mal, wenn wir jetzt nichts mit brauchen, umbringen wollen wir den armen Kerl auch nicht. Zwiebel, ja, wird er wahrscheinlich auch nicht haben wollen. Ja, also, die Kohle haben wir uns ja super beschafft. Das Problem, also das mit der Schwester hängt ja alles zusammen. Das wird so ein Rutsch werden, wenn das einmal kommt. Das Problem ist nur, wie kriegen wir jetzt da schwarzen Rauch raus? Ich habe es drinnen nicht hingekriegt. Ich habe es hier draußen nicht hingekriegt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe absolut keine Ahnung. Ich kann ja auch nichts anderes mehr anklicken. Ich gehe jetzt nochmal eben... Hier kann man auch nirgendwo draußen rumgehen oder so. Nein, man hat nur die beiden hier. Ihm kann ich mir aber auch nichts mehr holen, ne? Zettel, Kopierer, was ist das hier? Der Pförtner scheint diesen Raum als Zwischenlager für seine Gemälde zu nutzen. Den Teddy kann ich nehmen, die anderen Sachen nicht. Ich frage mich nur, warum ich den Teddy nehmen kann, aber okay. Unsere Latino-Schönheit würde sich wohl nicht besonders... Ja, ich weiß es ja. Oh. Durch das Gewicht dreht sich die Platte langsamer. Hört sich aber immer noch ziemlich gut an. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Gucke ich jetzt nochmal eben, ob man hier noch irgendwas spontan machen kann. Ich meine, ich gehe mal nicht davon aus, aber wenn wir jetzt schon mal hier in dem Raum drin sind... So, okay... Das heißt, sie, genau, ich wollte gerade sagen, sie wird jetzt definitiv langsamer tanzen. Das heißt, er müsste ja jetzt eigentlich sein Gemälde machen können. Hallo, was macht die Muse? Das, was alle Frauen machen. Sich Zeit lassen. Haben Sie nun alles, was Sie für das Porträt brauchen? Ja, ich denke schon. Ist von hier zwar etwas schwer zu erkennen, aber ich werde es versuchen. Ja, das war's. Okay. So, besser geht's in 60 Minuten wirklich nicht. Ich finde, ich habe mich mal wieder selbst übertroffen. Meinen Sie nicht auch? Ja, wirklich hübsch. Und die Vorzüge sind mehr als deutlich hervorgehoben. Vielen Dank. Bitte. Ich werde Ihnen das Meisterwerk noch in eine Tüte packen, damit es nicht schmutzig wird. Okay. Ich lasse Sie jetzt mal wieder mit Ihrer Muse allein. Danke. Ich warte immer noch auf den Kuss. Von mir? Ja, das haben wir verstanden. Das Porträt von Schwester Sabrina, in Folie eingeschlagen. Okay, die Frage ist jetzt, er hat ja jetzt keine Brille mehr. Können wir da irgendwas mitmachen? Natürlich nicht. Soll ich das jetzt verbrennen? Aber es hat wahrscheinlich keins... Soll ich ihr das geben vielleicht? Oh, okay. Schauen Sie mal, wie finden Sie das? Oh, das ist aber hübsch.
Und die Frau sieht ja überwältigend aus. Das bin ja ich. Dass ich schön bin, wusste ich ja schon immer, aber so umwerfend. Ja, und so bescheiden. Ich dachte, Sie könnten es vielleicht als Wahlplakat verwenden. Ja, prima Idee. Aber eines ist ein bisschen wenig, oder? Frauen, gibt man Ihnen den kleinen Finger, reißen Sie einem gleich den ganzen Arm ab. Aber wenn ich Ihnen noch ein paar mehr Bilder besorge, dann helfen Sie mir auch, okay? Ja, ja, schon gut. Ich verspreche Ihnen, nach meiner Wahl wird es keinem schlechter, aber allen besser gehen. Genau, und niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ich sehe schon, Sie könnten wirklich eine gute Politikerin werden. Ja. Ich schau mal, dass ich noch ein paar Wahlplakate auftreiben kann. Also gut. Ich überlasse Sie dann mal wieder Ihrem Hüftschwung. Also, um Sie quasi zufriedenzustellen, müssten wir dann ja mit dem Blindfisch hier, mit dem Maulwurf im Nebenraum sprechen, dass wir an einen Kopierer kommen, beziehungsweise dafür sorgen, dass der draußen arbeitet, damit wir an den Kopierer rankommen. Ich könnte es jetzt noch ausprobieren, ob wir die Tüte eventuell auch noch ins Feuer werfen können, dass das Ganze irgendwie schwarz wird oder so. Das werde ich aber definitiv jetzt nicht mehr in dieser Folge machen. Das werde ich dann in der nächsten Folge ausprobieren und ja, bin mal gespannt, ob mir das irgendwie weiterhilft. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, euch dann in der nächsten Folge wiederzusehen. Bis dann. Ciao.